Willkommen zurück zu Unreal Tournament 2004. Sorry, musste einfach mal sein. Ja, wir haben das letzte Mal, haben wir uns jetzt fürs eigentliche Turnier qualifiziert. Wir haben die gesamte Vorrunde geschafft. Beim Reloaden von dem Safe State, Safe Game, wurde ich gerade zu einem One-on-One herausgefordert von Supernova. Ich würde sagen, das spielen wir auf Idoma. Beide Maps, sowohl Trite als auch Idoma, kennt man schon. Trite war... Ne, die waren, glaube ich, beide im ersten Part von Unreal Tournament. Also Idoma ist die erste Map, auf der man kämpft, und Trite die zweite. Also das letzte Mal hatte ich auf Idoma in einem One-on-One, es war das allererste Spiel, hatte ich, glaube ich, ein Flawless Victory. Schauen wir mal, was heute passiert. Und danach dürfen wir in die Double Domination Ladder einsteigen. So. Der Gegner hat sich eine Minigun geschnappt. Ich habe noch keine. Ich wehre mich jetzt mit Shieldgun. Mist. Okay, ich wollte gerade einen Nahkampfkill machen. Hat nicht gepasst. Hat nicht gereicht. Ich bin nicht nah genug an den Gegner rangekommen. Einen Raketenwerfer lasse ich liegen. Ich möchte gezielt zur Flak cannon. Die Minigun. Da ist die Flak. Ich habe jetzt, wollte ich mal erzählen, ich habe ja vor kurzem, ich weiß ja nicht, wie oft ich die Videos freischalte, ich habe jetzt vor einiger Zeit ein Let's Battle freigeschalten auf dem Kanal, wo ich einen Ex-Kollegen von mir, mit einem Ex-Kollegen von mir zusammen UT spiele. Das habe ich seither zweimal versucht mit einem aktuellen Kollegen von mir und irgendwie hat die Aufnahme nie geklappt. Also es sollten eigentlich schon zwei Let's Battle Teile, beziehungsweise drei, weil das eine haben wir zwei geteilt, sollten eigentlich schon viel mehr Let's Battle Teile verfügbar sein. Aber die Aufnahme hat irgendwie nie gestartet. Wer das kennt, also ich nutze Fraps. Ich kann normalerweise immer, gehe ich in ein Tournament rein, gehe ins Hauptmenü, drückt die Kombination zur Aufnahme und startet. Oder ich bin in irgendeinem Menü, ich drücke die Kombination für Aufnahme und startet. Und bei den Aufnahmen jetzt mit meinem Kollegen war es so, dass einfach gar nichts passiert ist. Also irgendwelche Tipps, was ich schauen könnte, woran das liegt, wäre ich sehr dankbar drum. Ansonsten, ja. Wir versuchen es weiter. Vielleicht schaffen wir morgen eine Aufnahmesession. Ich finde es schade, wir hatten ein paar richtig coole Sessions. Also zum Beispiel einer der Spielmodi, die wir jetzt hier freischalten werden, ist ja dieses Bombing Run. Ich habe es das letzte Mal erklärt. Da haben wir eine Runde gemacht. Die hat sich quasi 20 Sekunden vor Schluss, hat mein Kollege noch einen Punkt gemacht und hat die Runde dann 20 Sekunden vor Schluss für sich entschieden. Das war sehr knapp, sehr offen, das Spiel die ganze Zeit. Jetzt stirb, Parrish, nicht ich. Oh Mann. Das war zum Beispiel eine richtig coole Aktion. Und das andere Mal haben wir Mutant gespielt. Mutant ist so, der Erste, der jemanden tötet, also am Anfang ist jeder gegen jeden. Der Erste, der jemanden tötet, wird Mutant. Der kriegt super Speed, super Schaden, alle Waffen mit voller Munition. Und muss eben die anderen töten. Und wenn er getötet wird, dann bekommen die anderen eben einen Punkt. Also der ihn tötet, kriegt einen Punkt. Und wird neuer Mutant und immer der Letzte in der Reihe ist, also der Letzte in der Liste, besten Liste ist der Bottom Feeder, der kriegt einen Punkt, wenn er irgendjemand tötet. Und ja, die eine Mutant-Runde, die war ungefähr nach 20 Sekunden fertig. Irgendwie ein Bot wurde Mutant, ich wurde Mutant, ich fange an zu schießen mit den Raketen, ich mache einen Mega-Kill und oh Mann, das gibt's doch nicht. Ich mache einen Mega-Kill und mit dem Mega-Kill war die Runde vorbei. Das ging irgendwie bis 20 und diese 20 Punkte habe ich mit 5, 6 Kills erreicht. Also das war eine sehr krasse Runde, die hätte ich sehr gerne auf dem Kanal gehabt. Hoffentlich wird es nochmal was interessant. Hoffentlich kommt noch was Interessantes. Ich fände es cool. Lasst mal Kommentare da, wie euch so ein Let's Battle gefällt, weil hier gegen Bots, das ist natürlich das eine. Also ich erzähle auch bei dem One-on-One hier kaum was eigentlich im Spiel passiert. Weil irgendwie, es passiert eh nichts Interessantes. Das ist halt, ja, ich suche den Bot, ich schieße drauf und er stirbt in den meisten Fällen.
bei so einem Let's Battle, das ist halt schon ein bisschen was anderes und würde mich schon reizen, was ihr drüber denkt. Ich denke gerade, jemand, der jetzt hier Unreal Tournament schaut, schaut auch die entsprechenden Let's Battles an. Und ja, deswegen, lasst doch mal Kommentare da. Und Ankündigung, die Let's Battles sind auch für andere Spiele geplant, also noch keine Ahnung welche. Idee war zum Beispiel Super Mario Kart, dass man sich mal in Super Mario Kart zusammentut und eine Runde Kampf oder Wettrennen oder was auch immer fährt. So. Andere Möglichkeit wäre, was weiß ich, Street Fighter oder man kennt ja so Spiele, also solche schönen Multiplayer-Spiele, wo man halt ja, online oder an einem PC spielen kann, wo auch irgendwie Spaß ist, zuzuschauen, weil das ist eigentlich das Wichtigste. Hatte ich ein paar Ideen, müssen wir mal schauen, was passiert. Wie gesagt, lasst mal Kommentare da, ob euch das Format gefällt. So, wie lang geht das Match eigentlich bis 15? Also noch 2 Kills. Ah ja, okay. Nicht mehr die Welt. Bei Rifle haben wir volle Munition. Ach, da oben ist der Gegner. Minigun hätten wir volle Munition. Dann rüste ich die doch glatt mal aus. Oh, der Gegner hat ein Schild. Parrish. Stirb einfach. So. Ach, da unten. Ich hab gerade überlegt, wo ist denn der Gegner? Ich wurde beschossen und wusste nicht von woher. So, das war's. Kein Flawless, aber gut genug. Und jetzt können wir, wie eigentlich schon angekündigt, in die Double Domination einsteigen. Und zwar in Atlantis oder in Scorched Earth. Da ich beide gerade nicht kenne, werde ich jetzt einfach Atlantis spielen. Ich glaube, ich habe es letztes Mal erklärt. 2 Punkte erobern und halten. Und dann bekommt man einen Punkt. Ich spiele mal erstmal mit beiden auf Support. Ich werde wahrscheinlich während dem Spiel umstellen müssen. Oh, unsere Gegner sind jetzt ein bisschen stärker. Bloodfist hat 96% Taktik. Die Teams in dieser mittleren Region, also wir hatten ja die Anfangsregion, die Qualifikationsrunde und jetzt sind so die mittleren Teile. Und die Teams, die haben jetzt immer so ein bisschen... okay, ihr geht mal beide auf Alpha. Und ich gehe auf Beta. Die Teams hier, die sind dann alle so ein bisschen in einem Wert spezialisiert. Red Team dominated. Okay. Red Team dominated. So. Wir haben jetzt den Punkt. Okay, das geht jetzt laufend hin und her. Also unsere Bots, die sind jetzt hier auf A und halten A zu zweit. Und ich gehe alleine auf B und versuche B zu halten. Mit der Taktik läuft man normalerweise recht gut. So, Raketenwerfer, ach der auch, natürlich. So, Süd gekillt. Ja, unsere Bots halten A und ist relativ zuverlässig. Und wir gehen jetzt direkt zu B. Die Map entspricht irgendwie einer Bombing Run Map. Also der Punkt ist ja nicht nur, die Bots zu töten. Oh. So, wir haben jetzt B einfach mal erobert und den Gegner gekillt. Und jetzt müssen wir B halten. Meine Bots versuchen währenddessen A zu holen. Schauen wir mal, was passiert. Ich habe leider keine Ahnung, was meine Bots machen. So, ich werde dominieren. Und jetzt müssen wir hier ein paar Sekunden die Punkte halten und ich bin gestorben. Wodurch der Gegner das abwehren konnte. Ja, und das ist quasi der Spielmodus und das muss man insgesamt zweimal machen. Also das Score Limit ist tatsächlich nur bei 2. Oh nein, ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe gehabt. Das ist natürlich schwach, dann auf einen Gegner zuzurennen. Okay, jetzt hält der Gegner beide Punkte. Das Wichtigste ist dann eigentlich den Punkt zu berühren. Es ist eigentlich erstmal egal, den Gegner wirklich zu töten, solange man kurz den Punkt berührt und damit abwehren kann. Ich brauche mal eigentlich eine Waffe. Ich bin ja die ganze Zeit ohne Waffe unterwegs. Nehmen wir mal hier die Minigun. So, jetzt mit einer Minigun ab nach B. Nicht viel Munition, aber ein bisschen was. So, Rocket Launcher, danke hierfür. 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Punkt für uns. So. Und jetzt dauert es ein paar Sekunden und dann geht die neue Runde los. Man startet, glaube ich, auch beim Spawn. Nee, nicht mal. Das heißt, wir können direkt wieder zu B und meine Bots sind immer noch bei A. Jetzt wurden wir gekillt. Wenn wir hier schauen in der Botliste, bei meinen Bots steht. Bei meinen Bots steht gerade was. Oh, Rot hat gerade beide Punkte. Okay, wir haben wieder. Nee, wir verlieren. Nee, das war tatsächlich, meine Bots haben gerade eigenmächtig beide Punkte erobert. Okay, das war jetzt gerade knapp. Das war gerade sehr knapp, aber passt schon. Hier, wir haben jetzt bei den Bots stehen, also bei Bugtooth und bei Kragoth, steht beide Attacking DPA. Das bedeutet, dass die eben gerade auf Angriffs-, also auf Domination Point A losgehen. Das heißt dieser Hinweis. Halt, ich würde zu B und nicht zu A. Und habe ich gerade eine Waffe, meine Minigun mit. Die Domination Maps, die können relativ groß, aber auch relativ klein sein. Unterschiedlich, es gibt alles. Der Gegner war jetzt relativ schnell tot. So. Gerade eben hatte der Gegner kurz beide Punkte und im nächsten Moment hatten wir beide. Auch nicht schlecht. 4, 3, 2, 1. Gewonnen. Ja, das ist Double Domination. Das war jetzt eine relativ kurze Runde. Es gab einfach nicht viel zu tun. Was aber bei einem 3 gegen 3 auch nicht unbedingt was ist. Wir werden gerade wieder auf ein One-on-One herausgefordert. Das würde ich sagen, mache ich noch in dieser Aufnahme. Jetzt von Bloodfist. Und man sieht, also ich kann einerseits viel mehr Geld setzen und auch mehr gewinnen. Andererseits, man sieht es hier, die sind tough. Also das ist jetzt ein stärkeres Match als zuvor. Und ja, hoffen wir mal, dass wir hier auch gewinnen. Ich habe jetzt extra mal die andere Map als Idoma genommen, dass man die auch mal sieht. Die kenne ich noch ein bisschen. Dass durch das Rohr irgendwas Wichtiges war. Hier war der Double Damage oder das Schild, glaube ich. Super Schild. Aber das ist gerade nicht da. Hier oben ist eine Minigun, da freue ich mich doch mal drüber. Und jetzt suchen wir mal den Bot. Ich weiß nur, dass die Map für eine 1 hat. Boah, das war eine Flak Cannon im Nahkampf. Das kann ja nicht gehen. Super Schild, cool. Die Map ist relativ groß für eine 1-on-1-Map, ist aber eine offizielle 1-on-1-Map. Also, muss man nicht verstehen, warum die Entwickler das so entschieden haben, dass es 1-on-1 ist, aber die wissen schon, was sie tun. Oh, der hatte Double Damage. Der hatte Double Damage. Es geht bis 15, wir liegen 2-0 hinten. Und ein Zeitlimit gibt es auch noch, aber ich denke nicht, dass wir das brauchen. Okay, hier ist ein Raketenwerfer. Das Double Damage läuft aus und der Gegner ist irgendwo da vorne. Von dem, wie sich's anhört. Ich könnte theoretisch mein Headset auf 5.1 einstellen und mit 5.1 versuchen, die Gegner besser zu hören. Da aber schon meine Treiber, oder die Treiber von dem Headset abgekackt sind, dabei lasse ich es lieber. Und spiel einfach so, wie man es kennt, in Stereo und schaff's hoffentlich so auch. Wurde ich gerade beschossen. Ja. Die Map ist zu groß. Jetzt gehen wir mal durch die Tunnel. Ah ja. Flak gegen Flak. Ah, Mann. Das gibt's echt nicht. Der hatte Schilde, ich nicht. Hey, ich will das Geld nicht verlieren. Das sind 1000 Credits, die ich hier verliere, wenn ich verliere. Aber der macht mich gerade kalt. Ja, da vorne läuft er. Ey, ich habe ihn noch nicht einmal gekillt, aber ich mache ihm dauernd Schaden, aber ich kill ihn irgendwie nie. Okay, da ist er. Der versteckt sich, aber er steht zu nah an der Wand. Oh, okay, da kam drei. Ah, jetzt schieße ich mich schon selbst ab. Hey, das gibt's doch nicht. Ich weiß gerade echt nicht, was mit mir los ist. Die vorige Runde so souverän im Double Domination gewonnen und jetzt 3-1. Also, vielleicht hätte ich auch die andere Map nehmen sollen, ich weiß es nicht. Aber ich habe gedacht, nicht die gleiche Map zweimal in der gleichen Aufnahme. Das war eher für euch was.
Oh, da hat er wieder Double Damage. Vielleicht sollte ich mich ja einfach irgendwo hinstellen und einfach warten, bis er durchkommt. Aber genau dann wird man eben immer wieder von hinten überrascht und immer wieder gekillt. Das will man auch nicht haben. Ich wurde beschossen. Ah, da oben ist er. Komm runter. Der steht da fies auf dem... Ah, jetzt ist er unten. Der stand auf dem Geländer richtig fies, weil man durch das Geländer durch mit den Raketen schießen konnte. Wow, erster Kill. Man konnte mit den Raketen durch das Geländer schießen. Während die Raketen am Geländer explodiert, hätte er nicht so lange überlebt. Eine einfache Taktik, immer unter den Gegner zu schießen, ging halt an der Stelle nicht effektiv, weil der Gegner an der Stelle stand, wo ich nicht unter ihm schießen kann. So. Die Musik ist mir zu leise, zu, ich sag mal, unheimlich. Das fühlt sich dann so ein bisschen stressig an. Also da finde ich so gute Kampf-Techno-Musik, die wie es sonst in einem Spiel ist, finde ich da besser. Da weiß man, was man hat bei diesem unheimlichen, so ein bisschen gestalteten. Das ist so... Könnte um die Ecke kommen. Schon wieder hat... Der hatte schon wieder Double Damage. Der hat die ganze Zeit Double Damage. Das nennt sich dann wohl Taktik 100% oder so. Okay, er hat irgendwo... Da ist er. Alter! Was macht denn... Boah, das war der Flak Cannon. Hey, so ein Flakaffe. Das ist das, was ich mal gemeint hatte, das Achievement, wenn man die ganze Zeit Gegner mit der Flak Cannon killt. Der nutzt kaum eine andere Waffe. Raketenwerfer oder Flak Cannon. Und das dann halt im Nahkampf. Und rotzt einen dann damit richtig schnell weg. Damit habe ich meinen Kollegen in dem Let's Battle, das wir aufgenommen haben, was leider nichts wurde, oder was wir aufnehmen wollten und nichts wurde, auch sehr genervt. Um die Ecke kommen, Flak Cannon, bumm. Ah, jetzt kommt er von oben. Springt er runter oder kommt er langsam runter? Er kommt. Jetzt geht er auf Fernkampf mit dem Raketenwerfer, das ist natürlich auch was. Leuchtet er die da? Ich sehe es nicht richtig. Ne, das ist sein Blut. Der Roboter blutet lila, okay. So, zweiter Kill. Was du kannst, kann ich auch. Flackern im Nahkampf. So. Jetzt Konzentration. Und er hat schon wieder Double Damage eingesammelt, wenn ich es richtig gehört habe. Das ist übel, der hat immer Double Damage. Weil wenn ich hinkomme, ist es nie da. Hey, ich überlege gerade echt, ob ich mich hier hin irgendwo ins Eck stelle und warten soll, weil irgendwann kommt er eh durch. Und dann kann ich ihn vielleicht killen. Weil je länger ich ihm Zeit lasse, desto mehr Extras kann er einsammeln. Ah, aber Double Damage läuft aus. Jedes Extra, was er einsammelt, ist natürlich ein Vorteil für ihn. Ich kenne die Map nicht gut genug, um zu sagen, jetzt kommt hier ein Schild. Ich weiß nicht mal, ob hier ein Schild oder ein ein Double Damage liegt. Ja, er hat schon wieder ein Schild, ich sehe es doch. Oh, das tat weh. Aber wir haben ihn gekillt. Nur noch 48 Lebenspunkte. Ich brauche mal hier Flak-Munition. Und hier ein paar Lebenspunkte. 4 zu 2, okay. Da vorne ist noch mehr Flak-Munition. Super Schild. Boah, das war knapp. Ich habe drei Raketen auf einmal abgekriegt. Ohne Super Schild hätte ich das nie und immer überlebt. Mit dem Super Schild habe ich halt eine Salve überlebt und die zweite dann nicht mehr. Auch hat er? Nein. Double Damage. Woohoo. Ich hab's auch mal. Jetzt muss ich nur finden. Vielleicht kann ich mit Double Damage nochmal killen. Da hat sich was bewegt. Nee, da ist was. Okay, der hat sich selbst mit seiner Flakken gekillt. Gut, ein Minuspunkt für ihn heißt, er gewinnt nicht so schnell. Ein Punkt für mich hätte natürlich geheißen, ich gewinne schneller. Was jetzt besser oder schlechter ist, kann und will ich jetzt nicht sagen. Ich bin gerade hochkonzentriert und versuche irgendwie zu gewinnen. Die Map da, also gerade durch die Musik irgendwie, es ist nicht so... Nicht so wie in den anderen Maps, da fehlt irgendwie was. Es ist so ruhig und still und langsam und man hat Schiss. Wo ist er hin? Ah, da. So,
Zack. 4 zu 3 nur noch. Na komm, kein Double Damage taucht auf. Unsere Lebenspunkte sind jetzt nicht so hoch. Die sind auch nicht so agil, die sind nur taktisch. Ah! Wow! Er wollte zum Double Damage, aber wir konnten ihn vorher killen. Das war eine extrem knappe Sache. So, wir haben wieder volle Lebenspunkte, wir haben Double Damage und da vorne liegen Superschilde rum. Hoffentlich kriegen wir die auch noch. Ne, die hat er. Aber gegen einen Double Damage Flak Cannon kann auch ein Superschild nichts machen. Und wir sind das erste Mal vorne. Woohoo, 5 zu 4. Oh Mann, der Part geht länger, als ich geplant hatte. Ich wollte eigentlich heute einen kürzeren Part machen wieder. Jetzt sind wir doch durch dieses One-on-One noch, sind wir doch wieder über 20 Minuten. Ich wusste auch nicht, dass dieses One-on-One hier so lange dauert. Die anderen waren irgendwie, kamen mir nicht so lange vor. Friss, Flak, Schrot. Okay. Letzter Schuss von der Flak Cannon hatten gekillt. Jetzt müssen wir einen Raketenwerfer nutzen oder Munition einsammeln. Ich wäre für Plan B. Munition. Zumindest 10 Schuss habe ich jetzt wieder. Ab in den Tunnel. Eigentlich sollte der Double Damage ja auch nicht mehr so lang dauern. Oh Mann, ich will eigentlich nicht campen. Ich bin kein Camper-Spieler. Hat gerade irgendwas eingesammelt. Von irgendwas hat er mehrere Sachen eingesammelt. Double Damage ist da. Das. Ah! Alter! Okay, ich habe mich gerade relativ erschrocken. Plötzlich kommt der Gegner um die Ecke und rotzt uns eine Flak Cannon rein mit Double Damage. Und ich dachte, ich hätte den Double Damage und habe deswegen irgendwie auch sofort abgedrückt gehabt. Adrenaline. Berserk. Machen wir mal Berserk rein. Ja, sein Double Damage hört auf. Wie hat er mich getroffen? Ich war doch hinter der Wand. Okay, das muss ich mir im Replay quasi nochmal anschauen. Also ich schaue mir das Video nochmal an. Das wundert mich. Wie hat er mich getroffen? Da war eine Wand. Und auch wenn er einen Raketenwerfer nutzt. Wow, da ist er. Ach nee, der ist unsichtbar. Der hat sich mit seiner... der hat sich mit einer Adrenalin-Kombi unsichtbar gemacht. Deswegen sehe ich ihn nicht. Und deswegen war er auch nicht hinter der Wand, sondern er war wahrscheinlich direkt vor mir. So, wir hatten kurz mal nur noch die Assault Rifle. Oh, fuck. Ja, wir hatten kurz nur die Assault Rifle und mit der Flak konnten wir ihn auch nicht mehr töten. Oh, Mann. Heißes Match, knappes Match. 7 zu 6 für ihn momentan. Double Damage ist da. Ich hüpf dran vorbei. Aber ich habe dann doch einen gesammelt. Hüpf jetzt. Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Ist natürlich cool, dass die Gegner auch Adrenalin-Kombination benutzen. Aber gerade Unsichtbarkeit ist halt ein NPC, also ein PC-Spieler. Der wird mich fehlerfrei treffen, während ich unsichtbar bin. Und ich habe halt keine Chance, ihn irgendwie zu treffen. Deswegen finde ich das eine relativ fiese Sache. Okay, der Double Damage hat nicht gebracht. Ei. Okay. Wie viel hält der aus? Was hatte der? Das war nicht nur Superschilde, der hatte auch noch irgendwie ein Superleben oder so. Boah. Ich höre ihn. Ja. Gib mir deine Flakern, danke. So. Geh mal nach unten zur Raketenwerfermunition. Und jetzt wieder nach oben Richtung Double Damage. Oh Mann, 8 zu 7 ist mir jetzt doch ein bisschen zu knapp. Und vor allem dauert das Match sehr, sehr lange. Da ist er. Okay. Und wieder mal ein Gegner weniger. Oh, aber sehr knapp wieder. 36 Leben noch übrig. Das sind Lebenspunkte, ich weiß nicht, ob ich lebend rankomme.
Doch, bin ich, okay. Und er hat den Double Damage. Ich glaube, er ist oben rum. Ne, ist er unten rum. Ist Richtung Raketenwerfer. Noch mehr Lebenspunkte, wunderbar. Oben ist er. Und er schießt. Und da hat er jetzt natürlich einen Vorteil, weil in dem engen Tunnel kann er mich locker treffen. Aber wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn wirklich nochmal getötet, obwohl er Double Damage hatte. Und die im Stellungsspiel am Anfang einen Vorteil. Boah, Mann, heißes Ding, heißes Ding. Leute, ihr müsst es mal selber spielen. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend, wie aufregend das eigentlich ist. Boah. Jetzt habe ich einmal kurz, weil mein Auge gejuckt hat, bin ich mit dem Finger an mein Auge. Und genau in dem Moment kommt er um die Ecke. Das ist natürlich auch ein sehr geiles Timing. Sehr, sehr geiles Timing. 9:9. Wegen so einem dummen Fehler. Da war er doch gerade. Ja, da ist er. Au, Mann! Ich stand an der Wand. Er stand an der Wand, ich stand an der Wand und ich kam nicht mehr weg. Der hat schon wieder Schilde. Und ich weiß nicht, wie oft ich auf den, wie lange ich auf den einschießen muss, um ihn zu töten. Ich verstehe es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall gerade sehr viel auf ihn eingeschossen und habe seine Schilde auf jeden Fall sehr weit runtergekriegt, aber irgendwie hat es nicht gereicht. So. Bisschen Adrenalin. Hier war vor kurzem jemand. Hier fehlen nämlich Waffen und oder Munition und Items. Ja, wo bist du denn? Na, wo ist er denn? Und mein Double Damage läuft nutzlos aus. Also das Gewinnbringendste wäre vermutlich im Rohr zu bleiben. Nur im Rohr hat man das Problem, dass man von Explosionswaffen und der Flak-Cannon so leicht getroffen werden kann. Aber von den Items her ist dort eigentlich das Beste. Ey, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Da ist er. Wow, 5-Minute Warning. Das Zeitlimit kommt uns auch noch entschieden zu nahe. Ey! Jetzt hat er auf Flak-Cannon gewechselt und uns mit der Flak-Cannon besiegt. Und er hat schon wieder Schild. Wo hat er die ganze Zeit Schilde? Und warum habe ich nur noch 5 HP gehabt? Ich wurde doch gar nicht so oft getroffen. Boah, ey, Alter. Ich verstehe nicht, warum ich so viel Schaden teilweise kriege und warum der Gegner so lang durchhalten kann. Auf jeden Fall ist mir das gerade alles sehr heiß. Sehr, sehr, sehr heiß. Und ja. Also, sollte ich doch noch verlieren, was durchaus sein kann, ist es schade um das Geld. Ich hoffe, ich kann mein Team weiterhin zahlen. So, wir haben Double Damage. Wenn ich mein Team nicht mehr zahlen kann, muss ich natürlich neue Teammitglieder holen. Hier geht's aber gerade rein ums Geld. So, da haben wir noch Superschilde. Wow, wir haben mal Superschilde und Double Damage gleichzeitig. Jetzt fehlt nur noch ein Gegner, den wir töten können damit. Ja. Also die Teammitglieder zu zahlen, das ist eigentlich so das Schwerste. Aber man kann ja jederzeit alte Karten nochmal starten. Alte Missionen nochmal spielen. Ah, der steckt in der Wand fest. Warum steckt der in der Wand fest? Wollte der campen? War das Absicht? Ich weiß es nicht. Ja, wir können alte Missionen spielen, um mehr Geld zu verdienen. Sollte hoffentlich nicht nötig sein. Ich will gewinnen. Und selbst wenn, ich glaube, die 1000, die wir da verlieren, die tun zwar verdammt weh, aber müsste irgendwie schon passen. So, wieder mal durch den Tunnel. Wieder kein Double Damage. Er steckt nicht wieder an der Wand. 3 Minutes left, oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnt, wenn es Zeitlimit rum ist und man hat Gleichstand. Ey! Der geht voll in Nahkampf und läuft so rum, dass ich mit meiner Maus einfach nicht. Ich kam nicht rum. Das war das große Problem. Ich kam gerade nicht rum. Aber jetzt ist er natürlich wieder 2 Punkte vorne. Hat noch einen Raketenwerfer. Hat noch Leben. Hat noch Schild. Nee, Schild hat er keine.
Okay, das war jetzt ein Double Kill. Was trotzdem nicht hilft, weil er braucht jetzt noch einen Punkt. Wir brauchen drei. Ich glaube, das verlieren wir. Und nein, ich werde es nicht rausschneiden. Ich bin kein so ein Spieler, der schlechte Aktionen rausschneidet. Sondern das gehört dazu. Das will man auch sehen. Hinter uns. Oh, über uns. Double Damage. Oh, scheiße. Raketenwerfer mit Double Damage. Jetzt schieße ich mich schon selbst ab. Es läuft aus. Okay. Wo ist er hin? Da ist er. Okay, wir haben ihn erledigt. 14-13. Es könnte noch was werden. Es ist sehr knapp. Okay, ist Adrenalin verpasst. Und ich werde beschossen. Von wo wurden wir beschossen? Ah, da ist er dann gegangen. Fuck. Okay. Red Team is the winner. Wir haben verloren. In einem extra langen Part. Wenn es euch gefallen hat. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall viel Geld verloren. Okay, aber wir haben noch 2700. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Sollte es euch nicht gefallen haben, ja, sagt, was los war. Und dass ich verloren habe, ist kein Grund, dass es euch nicht gefallen sollte. Ansonsten, wie immer, einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.